Das Kreuzfahrtschiff MSC Orchestra, 300 Meter lang, 92.000 Tonnen schwer, 3.000 Passagiere, legt nach siebentägiger Reise von St. Petersburg kommend im Kieler Hafen an. In nur 9 Stunden soll das Schiff mit fast 3.000 neuen Passagieren, 900 Crewmitgliedern und neuer Fracht für weitere 7 Tage auf See auslaufen. Eine logistische Herausforderung für den Hafenagenten Mirko Steiner. Bevor jemand von Bord gehen darf, muss klar sein, ob alle Passagiere und Crewmitglieder in Deutschland einreisen dürfen. So we have two immigration officers, health authority officer and 2 customs. Also die Hafengesundheitsbehörde ist natürlich daran interessiert, ob da auf dem Schiff in irgendeiner Art und Weise ansteckende Krankheiten an Bord sind. Die Bundespolizei ist an Bord, um die grenzpolizeiliche Abfertigung wahrzunehmen. In dem Fall sehr speziell bei dem Anlauf heute, weil das Schiff direkt aus St. Petersburg am Nicht-Schengen-Hafen kommt. Das heißt, dass alle Passagiere kontrollpflichtig sind. Außerdem prüft der Zoll die Warenliste des Schiffs. Dabei besonders interessant Artikel, die auf dem Wasser im Duty-Free-Shop verkauft werden. Mirko bringt Kapitän und Behördenvertreter zusammen. Morgen, Herr. Moin. Mirko? Ja. Maximilian. Ja, nice to see you. Hi. Hi. Jetzt wälzen Polizisten, Zöllner und Gesundheitsbeamte hinter verschlossenen Türen die Passagier- und Frachtlisten. Im Bauch des Schiffes schiebt die Crew die Koffer zum Ausgang. Denn sobald die Freigabe kommt, müssen über 3000 Gepäckstücke so schnell wie möglich von Bord. Eine Viertelstunde später der Startschuss. Das Schiff ist freigegeben. Die ersten Passagiere und Koffer gehen von Bord. Heute haben wir 2700 Einsteiger, 2700 Aussteiger bei dem Anlauf. Rechnet man ungefähr immer ein Gepäckstück pro Person, sind wir bei 5400 Koffern, die heute bewegt werden. Es gibt keine Gewichtsbegrenzung wie bei der Fluglinie. Also ist schon an einem Tag so viel Koffer zu bewegen, ist schon eine Leistung. Im Vergleich, das größte Passagierflugzeug der Welt fasst rund 850 Menschen, ein Drittel dieses Schiffes. Im Moment läuft die Ausschiffung der Passagiere, die jetzt im Moment vom Schiff runterkommen, durchs Terminal durchgehen und dann hier unten ihr Gepäck identifizieren, gehen dann durch den grünen oder roten Ausgang hinten, ist quasi analog zum Flughafen aufgebaut, dass wenn irgendwas anzumelden ist, geht man durch den roten Ausgang, meldet es beim Zoll eben an, ansonsten durch den grünen Ausgang. Gleichzeitig beladen die Arbeiter die Frachträume mit neuem Proviant für eine Woche auf See. Da kommen alle verschiedenen Sachen, die da in irgendeiner Art und Weise gebraucht werden. Obst, Gemüse, TK-Sachen, also Fleisch, Geflügel, Fisch. Und das bewegt sich in der Kategorie zwischen 160 bis 180 Tonnen pro Anlauf. Die Anlieferung der Speisen und Getränke überwacht der Food and Beverage Manager des Schiffes. Mirko Steiner will von ihm wissen, ob alles nach Plan läuft. Wie hast du denn heute? 11. 11. Ja. Wie viele Tonnen? Ungefähr 180. 180 Tonnen. Ja. Für diese Reise gibt es außerdem eine Spezialanlieferung für muslimische Gäste. Wir haben auch verschiedene Religionen an Bord. Deswegen haben wir heute beispielsweise eine Gruppe von 280 Halal-Passagieren. Ja. Wir essen nur Halal-Food. Halal? Ja. Okay. Das sind speziell muslimische Zertifikate, die wir an Bord liefern, zusammen mit Waren. Ja. Bleibt eine Lieferung aus oder ist fehlerhaft, meldet der Food and Beverage Manager das Mirko Steiner. Für den Hafenagenten sind fehlende Lebensmittel eine Katastrophe, die er um jeden Preis verhindern muss. Das hatte ich letztes Jahr, da sind auf einmal fehlte dann aus irgendeiner Art und Weise fehlte dann bei der normalen Belieferung der Räucherlachs. Und da konnte man eben keine Canapés machen. Dann habe ich am Sonntag eben noch mal ganz schnell mal 120 Kilo Räucherlachs organisiert. Noch 5 Stunden, dann legt das Schiff ab. Während die ersten 9 Passagiere an Bord gehen, muss Mirko Steiner zur Bundespolizei. 9 Crewmitglieder aus Nicht-EU-Ländern gehen vom Schiff und reisen damit in Deutschland ein. Mirko Steiner kümmert sich um ihre Visa. Das sind unsere hier, ne? Mhm. Ach so, das ist mein Stapel. Ja, genau. Mhm.
Das ist jetzt für die Besatzungsmitglieder, die heute aussteigen, die ein Visum benötigen. Da sind wir als Hafenagentur in Vertretung für die Reederei verpflichtet, bei der Bundespolizei die sogenannte Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Das heißt also, wenn dieses Besatzungsmitglied auf irgendwelchen Gründen auf dem Weg zum Flughafen sich auf eigene Faust davon macht und irgendwie aufgegriffen wird oder irgendwelche Kosten verursachen, dann stehen wir da erstmal für ein. 60 Euro pro Visum zahlt Mirko Steiner. 500. 40. Danke. Weiter geht's für Mirko Steiner ins Terminal, wo die Crewmitglieder gerade neue Passagiere einchecken. Hi, Gianluca. Wie geht es dir? Ich habe private Post für Simon. Ist er hier? Ja, das ist er. Brauchst du eine Unterschrift? So kann ich sie ihm direkt geben. Er hat mich schon danach gefragt. Viele Crewmitglieder sind monatelang unterwegs. Briefe und Pakete von ihren Familien schickt die Reederei an Mirko Steiner. Simon. Hi. Hi. Hier bin ich. Schön, dich zu sehen. Hier ist deine Post. Post. Thank you very much. Vielen Dank. Bye-bye. Weiter geht es für Mirko Steiner zum Post Office. Hier holt er Gegenstände ab, die Passagiere an Bord vergessen haben. Hallo, Anna. Wollen Sie es so mitnehmen oder soll ich jemanden rufen, der beim Tragen hilft? Nein, ich nehme das selbst. Also da wird jetzt gerade die Lost and Found Sachen von der letzten Reise, die jetzt während der nach der Ausschiffung, nachdem die Kabinen gereinigt wurden, ist ja das ein oder andere Teil, was noch liegen geblieben ist. Das wird jetzt zur Reederei nach Italien verschickt, in so ein zentrales Lager. Handys, Brillen, Schmuck und diesmal sogar ein Gebiss schickt Mirko am nächsten Tag per Kurier nach Italien. Thank you, Anna. Danke dir, Anna. Ciao. An Entspannung ist für Mirko jetzt nicht zu denken.